Fliegen wir schon? Nein, das Flugzeug steht immer noch. Du merkst es schon, wenn es dann losfährt. Aber ihr könnt euch schon mal anschnallen. Ah, da drüben sind sogar noch zwei Plätze frei. Vielleicht haben wir Glück und da sitzt gar niemand. Dann könnte ich mich rübersetzen und wir hätten ganz viel Platz. 15C. Gustav, wir sitzen hier. Oh, Herr und Frau Hinterwäldler fliegen wohl auch nach London. Tja, das war wohl nichts mit den freien Plätzen. Ach ja, schade. Jetzt rollt das Flugzeug, gleich geht es los. Ja, wir müssen aber erst zur Startbahn vorfahren. Liebe Fluggäste, herzlich willkommen auf Ihrem Flug nach London. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Dieses Flugzeug verfügt über 6 Notausgänge. 2 im hinteren, 2 im vorderen Bereich sowie 2 in der Mitte des Flugzeugs. Alle sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Unter Ihrem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Im Notfall ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, haken Sie den Gurt ein und ziehen Sie ihn straff. Unmittelbar vor dem Notausstieg ziehen Sie an den Griffen, um sie aufzublasen. Gustav, ich ziehe meine Schwimmweste gleich schon an. Wir fliegen ja schließlich übers Meer. Darin schwitzt du doch nur. Das macht mir nichts. Sicher ist sicher. Bei einem Druckabfall in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Drücken Sie diese fest auf Mund und Nase. Helfen Sie danach Kindern und Hilfsbedürftigen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Schaut, jetzt stehen wir an der Startbahn. Ja, gleich gibt der Pilot Vollgas. Ah, oh, es drückt mich ja richtig in den Sitz. Wir fahren total schnell. Oh je, mir wird ganz anders. Ist das laut? Stimmt da was nicht? Mit dem Motor. Ach Gertrud, beruhige dich. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich hätte mich nicht von ihr überreden lassen sollen zu fliegen. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Wir heben ab. Schau, Anna, man sieht die Häuser von oben. Ich sehe leider nicht aus dem Fenster. Darf ich aufstehen? Nein, leider nicht, Anna. Du musst noch angeschnallt bleiben, solange bis wir unsere Flughöhe erreicht haben. Wie schade, ich sehe gar nichts. Was ist denn jetzt los? Das Flugzeug kippt, Gustav. Ach Gertrud, wir fliegen doch nur eine Kurve. Oh, fliegen ist zu viel für meine Nerven. So, jetzt dürft ihr euch abschnallen. Endlich. Draußen ist ja neblig. Wir fliegen gerade durch Wolken. Möchten Sie etwas trinken? Ja, 2 Mineralwasser bitte. Bitte schön. Möchten Sie auch etwas trinken? Einen Kaffee bitte. Für mich einen Brennnesseltee bitte. Es tut mir leid, Brennnesseltee haben wir nicht im Angebot. Was? Etwas darf ja nicht wahr sein. Wie kann man denn keinen Brennnesseltee im Angebot haben? Ich kann Ihnen Pfefferminztee, Früchtetee oder schwarzen Tee anbieten. Oder nimm doch einen Tomatensaft. Ach, Sie haben Tomatensaft? Ja, das nehme ich. In Ordnung. Bitteschön. Ja, bitteschön. Oh, schau mal, Lena. Ich glaube, die Kinder bekommen auch noch etwas. Für euch Kinder gibt es noch ein Mahlset als Geschenk. Oh, schön, danke. Danke. Cool, Anna, oder? Jetzt können wir was malen. Ja, schau mal, ein Bild von einem Flugzeug. Kannst du mich mal rauslassen? Ich muss aufs WC. Was war das? Das sind nur ein paar kleine Luftlöcher. Das ist nicht schlimm. Es ruckelt dann nur etwas. Du meine Güte! Was ist jetzt los? Stürzen wir etwa ab? Und Gustav sitzt auf dem PC. Hoffentlich kommt er gleich wieder. Was hat denn die Frau Hinterwäldler? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie noch nicht so oft geflogen. Ich muss zu Gustav. Ah! Oh, entschuldigen Sie. Ja, ja, ist schon gut. Was ist denn hier? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, nein. Bitte setzen Sie sich wieder auf Ihren Platz und schnallen Sie sich an. Es gibt gerade ein paar Turbulenzen. Aber mein Mann ist auf dem WC. Er kommt sicher gleich zurück. Ist das schlimm, wenn es so wackelt?
Nein, nein, das gibt es öfter. Meistens, wenn das Flugzeug durch Wolken fliegt. Endlich bist du wieder da. Ich bin froh, wenn ich aus dem Flugzeug rauskomme. Jetzt ist es wieder ruhig. Ja, zum Glück. Ich mag das Geruckel auch nicht so. Möchten Sie noch etwas essen? Wir haben verschiedene Menüs zu einem günstigen Preis an Bord. Nein, danke. Wir landen ja sowieso schon bald wieder. Danke, wir möchten auch nichts. Möchten Sie etwas essen? Wir haben diese Menüs an Bord. Oh, das sieht aber fein aus. Ja, Gertrud, wir könnten doch das Drei-Gänge-Maxi-Menü nehmen. Ja, das sieht gut aus. Danke, ich bringe es Ihnen gleich. So, bitteschön. Danke. Lecker. Sehr geehrte Fluggäste, wir befinden uns nun im Landeanflug. Wir möchten Sie bitten, Ihre Sitzlehnen gerade zu stellen und die Tische nach oben zu klappen. So, jetzt müsst ihr eure Mahlsachen wegpacken. Wir landen bald. Oh, der Flug ging ja richtig schnell vorbei. Würden Sie bitte Ihre Tische nach oben klappen? Ja, hier, ich bin noch gar nicht fertig mit Essen. Gertrud, du musst auch schneller essen. Das ist das hier in diesem Flugzeug. Bin froh, wenn wir endlich da sind und ich aussteigen kann. Wir sind gelandet. Bitte bleiben Sie noch angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Triebwerke abgeschaltet sind. Können wir jetzt aussteigen? Nein, nein, das dauert noch, bis wir die Parkposition erreicht haben. Ich muss jetzt hier raus. Ich muss dringend an die frische Luft. Warte doch, Gertrud. Lassen Sie mich durch. Halt, Sie können noch nicht. Ah! Meine Güte, ja gibt es denn in London keine Treppen? Das ist ja unglaublich. Zum Glück habe ich meine Schwimmweste an, sonst würden mir jetzt alle Knochen wehtun. So, jetzt können wir aussteigen. Oh toll, wir haben schönes Wetter. Ich bin schon so gespannt auf London. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Bis zum nächsten Video, macht's gut, bis bald, tschüss!